Weg zur Informatik war kein direkter. Ich bin nicht der typische Computerfreak, der in der Schule schon alles gehackt und gecodet hat. Ich habe im Prinzip nur keine einzige Zeile programmieren können vor meinem Studium. Aber es war immer so ein Interesse da an den Sachen. Es fängt mit dem Smartphone an, selbst von den Autos oder künstliche Intelligenz. Und da ist das Informatikstudium genau wichtig. Die Informatik an der JKU ist recht breit aufgestellt. Sicher sind immer ein paar Sachen dabei, die was am nicht ganz interessieren. Aber man hat dann einfach die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und vertiefen. Ich zum Beispiel habe mich für den Schwerpunkt Data Science mit Machine Learning entschieden. Und in dem Bereich hat die JKU einfach Spitzenforscher. Wir sind eine recht kleine Gruppe, es ist überhaupt nicht überfüllt und dadurch hat man einfach die Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten, die man vielleicht woanders nicht hat. Die Leute an der JKU sind recht lässig. Man findet recht schnell Freunde, mit denen man fortgekommen, mit denen man sich auf einen Café trifft. Man ist im Prinzip schon draußen in der freien Natur, man kann da ideal Radl fahren. Und dazu muss man nicht mal in die Stadt fahren, weil das kann man alles direkt am Campus von der JKU machen. Ich bin Florian, bin 23 Jahre alt, komme aus Salzburg und stehe kurz vor meinem Masterabschluss in Computer Science an der JKU.